Apokalyptische Bilder aus Kalifornien. In der Region um Mendocino im Norden wütet der größte Waldbrand, der je in dem US-Westküstenstaat registriert wurde. 120.000 Hektar Land wurden bislang zerstört. Das entspricht etwa der Fläche der Großstadt Los Angeles. Mindestens 2 Menschen starben, mehr als 100 Häuser wurden zerstört, rund 10.000 Gebäude sind in Gefahr. Mehrere tausend Feuerwehrleute sind im Einsatz, außerdem US-Soldaten und Einsatzkräfte aus Australien und Neuseeland. Das Feuer ist wirklich aggressiv. Es ist ziemlich schwierig, es im umgrenzten Bereich zu halten. Wir müssen viel vor der Feuerfront arbeiten und schauen, dass da kein Brand entsteht. Die Einsatzkräfte machen Fortschritte im Kampf gegen die Flammen. Zuletzt war der Brand fast zur Hälfte gelöscht. Allerdings könnte der Wind in den kommenden Tagen wieder auffrischen. Außerdem sollen die Temperaturen steigen. Bedingungen, die das Feuer wieder anfachen könnten. Auch anderenorts in Kalifornien wüten Brände. Insgesamt starben in den vergangenen Wochen mindestens 11 Menschen in dem Bundesstaat. Zehntausende mussten ihr Zuhause verlassen.